Ja, wie sieht's aus mit deinem Projekt im Auto zu leben und ja, mich der Wohnung zu entledigen? Guten Morgen. Ich habe jetzt mir ein Auto gekauft. Was das ist, da kommen wir alles noch gleich dazu. Erstmal für diejenigen, die das erste Video nicht gesehen haben, ich verlinke das mal. Da gibt es auch eine Playlist dazu, wo ich einfach meine Gefühle, meine Intention, warum ich das tue oder warum ich beabsichtige, das zu tun, darlege und ja, einfach meine Gedanken teilen, weil ich mir sicher bin, das ist ein Traum, den viele mit mir auch teilen, einfach komplett flexibel, sehr minimalistisch zu leben und gar nicht mehr diesen Besitz irgendwie zu kultivieren, den man halt in der Wohnung mit sich rumträgt. Aber warum und weswegen und was sind Vorteile, was sind Nachteile, das habe ich alles im ersten Video, meinen Ideen darüber geredet. Heute geht es jetzt wirklich um die Umsetzung und um das Konkrete. Es ist nämlich jetzt Phase 2 gekommen. Ich habe mir ein Auto gekauft. Ich hatte ein Budget von 1000 bis 2000 Euro und der Markt ist nicht so groß. In diesem Budget 1000 bis 2000 Euro ein Auto zu kaufen, was solide ist, was auf jeden Fall ja, noch mindestens 20.000, 30.000 Kilometer läuft. Idealerweise wartungsfrei und problemlos und ja, und dann noch, dass ich dann reinpasse, auch noch, dass ich da drin schlafen kann, das ist das Wichtigste, dass eine Matratze reinkommt. Mehr, ich brauche nicht mehr, ich brauche eine Matratze, ich brauche eine Gitarre und ja, ein paar Wechselsachen vielleicht. Das war's, mehr brauche ich nicht. Und Rohkost sei Dank, ich brauche keine Küche und all diesen Schnickschnack. Mir reicht das Wasser wie anderen Menschen oder den Naturvölkern halt auch, ein Fluss, ein See, wo man sich waschen kann. Und man hat ja auch noch die Möglichkeit, da in jedem Bahnhof gibt es hier, wo man 50 Cent reinsteckt und duschen kann. Und vor allem, es gibt viele Freunde, viele liebe Menschen, wo ich einfach hingehen kann und sagen kann, hey, ich würde gerne bei dir duschen. Und ja, deswegen, das war so das Grundsetting, das Auto. Was ich bekommen habe, ist ein Dacia Logan. Der ist Baujahr 2008 oder 2009 und ungefähr 10 Jahre gefahren, 200.000 Kilometer runter. Ich habe mich dann erstmal informiert, weil ich habe noch nie ein Auto gefahren mit so viel Kilometer runter und bin da schon sehr skeptisch. Allerdings muss ich halt immer sehen, was habe ich für Geld zur Verfügung und was kann ich dafür bekommen. Natürlich wäre ein Transporter wahrscheinlich schöner, wobei wahrscheinlich überdimensioniert. Ich brauche keinen T4, ich weiß gar nicht, was ich da alles reintun soll. Das heißt, ich habe ein gewisses Budget zur Verfügung. Und was bekomme ich dafür? Und da denke ich, habe ich es ganz gut erwischt. Ich bin am oberen Rand sozusagen geendet von den 2000 Euro und habe ein Dacia Logan. Ich blende euch den, ja, brauche ich euch nicht einblenden. Vielleicht blende ich den noch ein Foto oder sowas, wenn ich eins mache. Ansonsten wird es jetzt auch Videos geben, wo es darum geht, das Ding auszubauen. Also einfach so ein bisschen für mich, dass ich es schaffe, weil es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem, dass ich ja drin schlafen möchte. Ich kann die Sitze natürlich rausbauen und selbst da habe ich keine plane Fläche unten, sondern so eine Huckelpiste und muss dann irgendwie was bauen. Andererseits würde ich die Sitze gern drin lassen. Das ist ein Kombi, so ein Dacia Logan ist so ein Kombi, also Fünfsitzer. Und ich würde die Sitze gerne drin lassen, um eben Menschen mitzunehmen, um Tramper mitzunehmen, um halt einfach, na, diese Strecke, die ich fahre oder die Strecken, die ich fahre, ich stehe ja nicht nur an dem Platz, sondern das ist ja das Schöne, dass man flexibel ist, dass ich das nutzen kann, um Menschen mitzunehmen. Ich finde das immer so irrwitzig, wenn ich ja gucke, wenn die Leute zur Arbeit fahren, ein Auto, ein Mann, ein Auto, ein Mann, ein Auto, ein Mann und so weiter. Das heißt, wäre das viel sinnvoller, wenn das Auto voll wäre und das transportiert ökologisch, ne? Und auch gesellschaftlich, ne? Dass man miteinander connected und dass man sich kennenlernt und lieben lernt. Und ja, und deswegen würde ich gerne die Sitze drin halten. Und das wäre so, das wär das Konstrukt. Und wie ich es mit dem Ausbau mache, dass ich im Dacia Logan bequem schlafen kann mit knapp 2 Metern und also auch ausgestreckt schlafen kann und nicht nur gekauert, dass ich wirklich 2 Meter Platz mache und trotzdem 5 Sitze habe. Das wird eine Herausforderung. Aber ich habe da schon so ein paar Sachen und da gibt es auf jeden Fall die Videos dazu. Das wird ja generell jetzt eine Videoreihe. Das erste Video war die Idee. Das zweite Video ist das, ist Phase 2. Die Playlist verlinke ich euch unten. Und wenn ihr mich abonniert und vor allem die Glocke drückt, dann erfahrt ihr ja sowieso, wann die neuen Videos kommen. Und ja, und jetzt geht es also an den Ausbau. Erstmal noch zum Fahrzeug. Wie gesagt, 200.000 Kilometer runter. Das Ding hatte nur einen Vorbesitzer, der das 10 Jahre gefahren hat.
Ich habe ihn angerufen, weil es stand ja am Fahrzeugschein. Ich habe ihn angerufen, habe ihn gestalkt, habe gesagt, warum hast du das Auto verkauft? Ich verkaufe das jetzt gerade und dadurch, dass er jetzt keine finanziellen Interessen mehr hat, konnte ich offen mit ihm reden und er sagte einfach, ja, also das Auto war halt 200.000 Kilometer runter, er hat 10 Jahre beruflich gefahren, ist sehr viel Autobahn damit gefahren, aber auch so, er hat noch ein zweites Wagen, das war eine Familie und ja, hat ihn super behandelt. Dacia, das ist so eine Untermarke von Renault, das ist eine große Autofirma und er war aller 20.000 Kilometer im Renault Autohaus und hat das von einer Markenwerkstatt, also von einer sehr teuren Werkstatt, auch immer wieder pflegen lassen. Das Auto sieht echt genial aus. Für 200.000 Kilometer, ich bin da reingegangen und dachte, das Auto ist neu. Das ist wirklich neu. Da ist, zumindest was ich gesehen habe, jetzt kein sichtbarer Rost, außer am Motor oben auf dem Deckel drauf. Und ja, aber Unterboden halt nichts. Auspuff ist relativ fest und alles, was man so sehen kann. Und ja, also 200.000 Kilometer, ein Vorbesitzer. Und der hat das Ding komplett gepflegt und hat gesagt, ja, irgendwann war es dann halt einfach so weit, ein neues Auto, zu dem die Lüftung bei ihm kaputt gegangen ist. Also ja, die Lüftung. Und das ist tatsächlich so, die Lüftung ist kaputt. Allerdings muss man das relativieren. Die geht nur auf 0 und die geht auf 4. Das heißt, ein bisschen gegoogelt, der Widerstand ist kaputt. Ich bin jemand, der überhaupt keine Ahnung von Autos hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir meine Autos einfach immer gekauft, was ich Lust hatte, hatte auch das Geld dafür damals. Und habe mir einfach Auto nach Auto gekauft. Und wenn ich Bock auf ein neues Auto habe, habe ich das neue Auto dann gekauft und das alte wieder verkauft. Aber ich habe alles die Werkstatt machen lassen. Und jetzt keine Kohle, muss man halt schon mal googeln. Was halt im Widerstand kaputt. Aber ehrlich gesagt, ich brauche keine Lüftung. Ich liebe das im Sommer in der Hitze und in der Kälte. Liebe ich halt nicht so, aber no, ist halt so. Ne? Da muss man halt schauen. Und den Widerstand, vielleicht treffe ich ja mal so ein. Also man könnte es auch, das ist irgendwie so eine Abdeckung abschrauben, so ein Widerstand, 11 Euro gebraucht, 60 Euro neu, irgendwie dann rein und dann geht die Lüftung wieder von 1, 2, 3, 4. Aber wenn es so ist, dass ich total friere, dann kann ich es auf die 4 machen und dann ist es halt warm. Das war übelst laut, aber naja. Wenn es halt total warm ist, ne, dann kann man das theoretisch auch auf die 4 machen. Bloß, naja, wie dem auch sei. Das Auto an sich hat keinen Schnickschnack. Das freut mich total. Also da ist nichts dabei. Da ist hinten auch mit Kurbel die Fenster runter machen. Und ist mir gar nichts dabei. Also elektrische Spiegel, das ist noch dabei. Und die elektrische Seitenheber, das ist noch. Ansonsten ist wirklich rudimentärer geht's nicht. Also das ist ein Dacia in der absoluten Grundausstattung, glaube ich zumindest, weil wie gesagt. Keine Ahnung, was da noch, außer dass man wirklich die Seitenscheiben auch vorne dann runter macht und die Spiegel manuell verstellt. Das wäre noch. Ansonsten für ein 10 Jahre altes Auto würde ich sagen, total rudimentär. Und ja, das ist das Auto. Generell ist es jetzt auch schon so, dass ich habe ja viel Feedback erhalten nach meinem ersten Video. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ne? Soll ich jetzt sofort die Wohnung kündigen? Geht ja erstmal gar nicht, weil ich habe da noch Zeug drin. Wie mache ich das? Und ich werde es halt versuchen, mal parallel zu machen. Und der komfortable Plan oder das, wo ich sage, das ist safe, ist, dass ich einfach ein Jahr parallel das Auto und die Wohnung habe. So habe ich alle Jahreszeiten, Hochsommer, Hochwinter, mit dabei. Und dann kann ich entscheiden. Zumal ich sagen muss, das Auto für so wenig Geld, keine Ahnung, wie lange das hält. Und naja, es ist halt, wenn ich jetzt 10.000 Euro auf dem Konto hätte oder sowas, dann würde ich das alles locker sehen. Dann kriege ich irgendwann wieder eine Wohnung und sonst was. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich eher die sichere Variante gehe und nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern halt einfach Step by Step das versuche umzusetzen und auch die Geduld aufbringe. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen altersweise, auch wenn ich manchmal noch blöde Aktionen mache. Aber das hat sich richtig angefühlt, wo ihr mir das geschildert habt. Vor allem bei Facebook war der Austausch noch, glaube ich, ein bisschen größer von der Quantität. Ganz normal, weil Facebook ist halt so ein, wo man sich auch dann persönlich austauschen kann, auch mit privaten Nachrichten. Bei YouTube ist das halt immer unterm Video. Das ist schön. Das ist meine Grundbasis. Aber bei Facebook ist es halt häufig noch ein bisschen intensiver. Und ich liebe beide Plattformen, muss ich sagen, Facebook und YouTube. Instagram habe ich zwar auch, aber das ist halt so ein Bildding und bei den Kommentaren, ich lese die zwar alle, aber ich kommentiere da halt kaum, weil ich das mit dem Handy machen müsste. Und ja, bei Facebook und bei YouTube kann ich halt alles über den Computer machen, das ist mir einfach angenehmer. Okay. Also. Ich gucke gerade, da unten ist so ein Zeichen, ob das aufgenommen hat. Ich muss mal kurz Pause machen, weil ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen, da war kein Ton mehr drauf, da war auch dieses Zeichen. Mal gucken. So, alles gut.
Ja, das Zeichen ist halt da. So, ich habe euch gesagt, was das Auto gekostet hat. Jetzt kommt die Steuern und Versicherung. Was kostet das Auto? Und da habe ich halt wirklich am Anfang geschaut, deswegen wollte ich eventuell so einen Kleintransporter haben, also nicht Kleintransporter, sondern einen Kastenwagen, weil die in Steuern und Versicherung richtig, richtig preiswert sind. Aber der Dacia Logan ist noch preiswerter. Das ist richtig geil, weil, ja, gute ökologische Sache und entsprechend und wird halt wenig geklaut. Also Steuern und Versicherung sind halt super. Ich zahle im Monat für Steuern und Versicherung gemeinsam 34 Euro. Mein letztes Auto, was ich gefahren habe, habe ich im Monat 250 Euro gefahren. War so ein Geländewagen. Naja. Ja, 34 Euro. Mein Handyvertrag, den ich mittlerweile gekündigt habe, das ist nämlich das Handy, was ich unbedingt brauchte, um Videos aufzunehmen, das habe ich gekündigt und das hat 40 Euro im Monat gekostet. Das heißt, ich kann zwar jetzt nicht mal kostenlos anrufen und kostenlos Handy machen, so eine Prepaid-Sache irgendwie was machen, aber ich habe sogar 6 Euro gespart im Monat, dadurch, dass ich jetzt ein Auto habe und kein Handy. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil das Auto wird wahrscheinlich doch irgendwann mal irgendwas kaputt gehen. Und ja, aber erstmal Haltungsgebühren 34 Euro ist überschaubar und das finde ich war ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für mich überhaupt kein Problem, die 34 Euro noch abzuzwacken, gerade weil ich das, den Handyvertrag gekündigt habe und beziehungsweise das jetzt gerade so parallel gut passt. Das heißt, ich habe im Monat jetzt 6 Euro mehr. Kann ich für 6 Euro 60 Kilometer im Monat noch auch fahren, weil der Verbrauch, keine Ahnung wie er ist, ich fahre extrem sparsam. Ich kenne keine Person, die sparsamer fährt als ich. Also wenn ein Auto mit 6 Litern angegeben ist, bin ich ungefähr bei 4 bis 4,5 Litern, was ich verbrauche, weil ich lasse immer ausrollen, also wirklich so lange ausrollen vor der Ampel, dass die hinter mir teilweise schon hupen. Aber das ist mir egal, weil es ist Unsinn, da jetzt schon Gas zu geben oder direkt alle schnell aufzufahren, damit das alles dann besser ist und dass die hinten nicht so lange warten müssen. An der Ampel spätestens müssen sie auch warten. Ich tue ständig, wenn es bergab geht, runtergehen vom Gas. Und wenn ich in der 50er Zone dann bis 40 rolle und dann weiter. Also ich mache das so, dass das noch ein guter Verkehrsfluss ist, dass ich nicht ja, halt blockiere, aber dass es halt gemächlich ist. Und auch auf der Autobahn fahre ich durchschnittlich eigentlich immer so 90 bis 100, also relativ solide. Das war schon mal anders, aber ich habe dann irgendwann mal so eine Challenge für mich draus gemacht und gesehen, wow, du kannst extrem sparen, du kannst extrem die Umwelt schonen, also in Relation zu dem, wenn du normal fährst, wenn du gar kein Auto hast, ist immer noch das Beste. Und ja, also von daher, mal schauen, was ich verbrauche. Das kommt natürlich dann als Geld auch noch drauf, also Steuern und Versicherung. Gut, dann der Ausbau. Ich hatte schon gesagt, das muss ich schauen, wie es geht. Ich habe mir aber schon eine Matratze gekauft, die reinpasst. In welcher Höhe ich die installiere oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber das ist die optimale Matratze für all diejenigen, die planen, irgendwie im Auto zu schlafen. Ich habe die euch unten verlinkt. Das ist Best of the Best. Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist wirklich das Allerbeste. Die kommt rein, die verlinke ich euch unten. Ich werde das, wie gesagt, parallel alles ausprobieren. Und ja, letztlich kann ich jetzt auch, nachdem ich 17 Jahre lang Auto gefahren bin, seit meinem 18. Lebensjahr, und jetzt 4 Jahre kein Auto gefahren bin, auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile von Autofahren oder von einem Auto gut für mich feststellen. Also, die Vorteile sind ganz klar für einen normalen Menschen, der eben nicht das plant, was ich plane, im Auto zu leben, überwiegen. Ganz klar, dass du hast einfach weniger, du musst dich um weniger kümmern, du bist sportlich viel aktiver mit Rad und zu Fuß, du bist viel mehr an der frischen Luft. All die wichtigen Dinge, die, ja, die unser Leben eigentlich so ausmacht, also entschleunigen, gerade in unserer Gesellschaft hier. Und ja, also das sind so die Hauptvorteile von kein Auto. Die Vorteile vom Auto sind natürlich Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Und ja, dass man halt produktiver ist. Also wenn ich Strecken, die ich normalerweise zu Fuß laufe, mit 3-4 Stunden, wenn ich mit dem Auto fahre, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, habe ich 3,5 Stunden mehr Zeit zu arbeiten, kann mehr Geld verdienen. Ist produktiver, ist bequemlich. Alles das, was so Errungenschaften unserer Zivilisation sind. Und ja, ich hoffe nun, dass ich beide Vorteile miteinander verbinden kann. Dass ich trotzdem noch das Auto stehen lasse und die Dinge erledige, wo ich mir die Zeit nehmen möchte. Oder dann, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Rainbow fahre oder zum Rohkostcamp,
dass ich dann eben das Auto brauche und dann nicht bei Mitfahrgelegenheit oder bei Zug und Bus mehr Geld ausgeben muss, was ich nicht habe. Und dass ich Menschen mitnehmen kann, Tramper, neue soziale Connections mache, dadurch ja einfach diesen Kreis an Menschen erweitere, die ihrerseits auch wieder durch die Connection gestärkt sind und die geistige Evolution auf der Menschheit sozusagen auch vorantreiben können, weil sie halt eben das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Also eine stärkere soziale Interaktion, gehe ich davon aus, dass das passiert mit dem Auto. Könnte man sagen, okay, könnte man auch im Bus und im Zug machen. Und das will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber es sind halt, ist eine andere Qualität, einen Tramper mitzunehmen und eins zu eins mit jemandem 2, 3 Stunden zu reden, als irgendwie im Bus oder im Zug oder in der Straßenbahn zu sitzen und ja, wo sich meist alle irgendwie so eingerichtet haben und in Deutschland irgendwie das Gefühl habe, dass alle so ein bisschen, wenn man das schaut, bei einer Straßenbahn, wenn man die Plätze sich anschaut, da setzt sich jeder auf einen Doppelsitz alleine hin, hintereinander. In anderen Ländern setzt sich vorne einer auf den ersten Sitz und der nächste setzt sich daneben. Dann auf den zweiten Sitz, der nächste daneben. Einfach die soziale Interaktion ist viel höher. Aber bei einem Tramper ist das ganz anders, weil der ein anderes Mindset hat. Und da ich sowieso nicht jeden Menschen erreiche und der Durchschnittsmensch in der Straßenbahn von mir wahrscheinlich nicht erreicht wird, ja, da bin ich mir vollkommen im Klaren darüber, bin eine Nische, ich bin ein Freak, ein Außenseiter, jemand, dem man, ja, den man im normalen gesellschaftlichen Flow eher lieber nicht sehen möchte, weil er unglaublich triggert, weil er einfach Themen anspricht, wo der Verstand eigentlich sagt, ja, es stimmt, und dadurch aber so eine Blockadewelle in einen ausgelöst wird. Bei den Themen halt gesunde Ernährung, offene Liebe, all die Dinge, die sich richtig anfühlen, wo jeder weiß, das macht am meisten Sinn. Ja, dass man dann sagt, das kann ich nicht, und dass man so Selbstwertgefühl, dass das sozusagen torpediert wird, weil die meisten Menschen haben Probleme mit der Selbstliebe. Dafür können sie meist selber gar nichts, sondern es ist halt unsere Erziehung, unsere wie die Schulbildung abläuft, dieses Erfolgsstreben und dass man sich identifiziert durch beruflichen Erfolg, durch Geld, und dadurch verliert man halt eben die Selbstliebe, dass man selbst eigentlich genug ist. Aber das geht in die richtige Richtung, will auch nicht zu weit abschweifen. Genau, also eigentlich alle Informationen rübergebracht, die ich jetzt in dem Video rüberbringen wollte. Ich habe ein Auto, ja, es ist wie gesagt, 1000, 2000 Euro wollte ich ausgeben, es ist halt der obere Rand geworden, und dadurch, dass ich jetzt auch noch den Zahnriemen direkt habe wechseln lassen, ist es ja auch noch drüber, und es sollte jetzt nichts passieren. Also rein finanziell würde es dann ziemlich eng werden. Ich bin ja total froh, dass ich halt durch vor allem die Buchverkäufe das Geld sozusagen jetzt noch habe, mir das Auto zu kaufen und da auch über die Runden kommen bin und jetzt sogar ein bisschen gespart habe, über ja, quasi ein Jahr, seit ich das erste Buch veröffentlicht habe. Und ja, aber es sollte halt nicht so viel passieren mit dem Auto. Naja. Ach so, und dann nochmal ein Thema. Einer hat von euch gesagt, ja, mach doch Crowdfunding und zack. Und ich bin mir sicher, was ich an Hilfeleistungen und an Unterstützung durch euch erfahre, auch finanziell, meine Patreons, die seit Jahren jeden Monat mir einen gewissen Teil des Geldes geben. Manche für ein paar Monate setzen dann aus oder hören erstmal auf, manche schon viel, viel länger. Das ist halt unglaublich. Ich bin mir sicher, wenn ich das gesagt hätte, Crowdfunding, ich müsste mir ein Auto kaufen, da wären ein paar Euros zusammengekommen. Aber ich habe das Geld gehabt und es ist möglich. Und ich finde das halt einfach, es fühlt sich einfach nicht gut an, dass eben auszunutzen. Vielleicht kommt irgendwann die Situation, dass ich wirklich Geld brauche, ganz wichtig, weil, weiß ich nicht, irgendwie eine Notoperation oder was auch immer, obwohl ich halt krankversichert bleibe. Also so weit gehe ich nicht, das finde ich nicht sinnvoll. Und ja, weil ich mich auch hin wieder mal selbst vergifte, zum Beispiel. Ja, dann kann sein, dass ich Crowdfunding für irgendwas mache, aber ich finde es schon wichtig, weil ich habe eine gewisse Kapazität, ich bin gesund, bis auf halt Hashimoto und die paar Sachen, die man halt so hat, Bandscheibenvorfall und so. Aber ich bin gesund, ich bin geistig gesund, ich bin körperlich gesund und ich bin derjenige, der andere unterstützen möchte. Und deswegen würde ich das eben nicht machen, auch nicht wegen einem Auto. Das ist irgendwo ein Traum, im Auto zu leben, und es ist halt ein schönes Gefühl, weniger Geld auszugeben, weil so ein Auto kostet halt weniger als eine Wohnung. Und ja, aber das ist so was Persönliches, und das möchte ich halt, ja,
erstmal versuchen, alles selber auf die Beine zu stellen. Und es ist halt immer schön, wenn man so Notlage ist, dass man. Notlage, es ist so abstrus von Notlage zu sprechen. Ja? Boah, ich kann mir nur ein Auto kaufen. Nein, wenn man in einer Lage ist, wo man halt nicht das realisieren kann, was man möchte, da muss man erfinderisch sein. Und ich bin ein DDR-Kind, ich bin da aufgewachsen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir wirklich viel Spaß gehabt haben, Dinge zu erfinden, Dinge nutzbar zu machen oder zu reparieren und nicht diese Wegwerfgesellschaft heutzutage. Und ja, von daher bin ich auch eigentlich ganz froh, so ein Auto zu haben, was eigentlich die meisten wahrscheinlich einfach auf den Schrott schmeißen würden bei 200.000 Kilometern. Und ja. Das sind so meine Gedanken zum Thema. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das nächste wird das Video sein. Der erste Ausbau, dass ich drin schlafen kann in dem Auto. Und mal sehen, was dann noch kommt. Teilt eure Gedanken unter dem Video. Ich liebe euch und bis morgen. Guten Tag.